Herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines in dieser miserablen Stadt. Naja, in meiner miserablen Stadt. Ich habe es mir anders überlegt, glaube ich. Ich sage einfach, ich glaube, das ist ja meine Stadt. Also das ist die erste Stadt. Ich mache mehrere Städte. Ich sag mal so, ich mache einfach mehrere Städte, einfach aus Prinzip, weil ja. Das ist Stadt 1, erweitere ich noch ein bisschen bis hierhin ungefähr. Okay, der PlayStation ist mal wieder anders am Start hier. Falls jemand meinen Livestream gesehen hat gestern. Oder so. Nicht gestern, verlabere ich von gestern. Das Video kommt ja eh später. Bin ich ein Esel. Ja, also gestern war Donnerstag. Donnerstag kam ein Livestream von mir. Also falls jemand Donnerstag sagen, ich weiß gar nicht, wann ich dieses Video hochlade. Okay, ich sag einfach diesen Datum. Gestern, also für mich Donnerstag, der 25. Da habe ich zuletzt gestreamt, City Skyline, aber auf einer privaten Map. Also ich streame auf Twitch Map. Die Industrie kommt hier weg. Dann kommt hier schön Wohngebiete hin. Jeder weiß, also ja, das hier wird Stadt der Zukunft. Diese PlayStation ist maximal laut. Ich weiß nicht warum, aber sie ist einfach laut. Sie ist lauter als alles andere. Sie ist lauter als ich sogar noch. Also falls jemand diese Musik im Hintergrund auf den Sack geht, einfach schreiben. Was bist du denn? Du bist eine scheiß Schule oder was? Alter, das fucking Game hat mich gefickt zweimal. Ich wusste nicht, dass ich das gedrückt halten muss. Oh, ich hab einfach 4000 ausgegeben gerade. Weniger. Weil Rohre verlegen ist ja auch sauteuer. Die Industrie wird ein bisschen runtergefahren. Ich kann hier nicht so viel Industrie klatschen. Was ich auch gelernt habe. Also das ist mir für diese Stadt scheißegal, diese. Okay, die PlayStation mal hat Next Level erreicht mal wieder. Ist so laut, dass ich halt meine... Ich kann ein bisschen mehr Steuern verlangen, habe ich auch gelernt. Wieder. Hat das Spiel vor langer Zeit gespielt, also... Ich werde jetzt hier in der Stadt Nummer 1. Stadt Nummer 2 kommt genau hier neben, glaube ich. Wird keine Verbindung bekommen mit Stadt Nummer 1. Und dann werden wir sehen, welche Stadt am besten läuft. Stadt Nummer 1 oder 2? Kann ich ein Darlehen holen, bitte? Ja, ich mal kurz ein bisschen Geld. Ich mach's mir billig, ich mach's billiger jetzt. Schau hier hinten die Industrie hin, da wird es bei der Industrie. Hier kommt einfach Industrie ein bisschen hin. Was ist das für eine Musik im Hintergrund, bitte? Also das hier ist die zurzeitige Stadt. Ich lasse hier erstmal ab. Ich baue hier hinten schön Industrie hin. Also bei mir am 25. Donnerstag hat jemand erstmal gesagt, was ich da für ein grauenhaftes Straßensystem habe. Oh, was soll ich sagen?
Dann ist das eben grausam, mein Straßensystem. Was soll ich sagen? Ich habe nicht gesagt, das ist Schönbau, aber das ist auf der Livestream-App, aber hier ist das dasselbe. Das ist ein grauenhaftes Straßensystem, den ich hier baue. Nicht das allerbeste. Ich habe auch was gelernt. Wenn ich Kreuztaste drücke nach oben auf diesen jeweiligen Dingern, sehe ich am besten, wie viel, ja, wenn ich Autobahn alles so bekomme. Ich habe gelernt, dass Lärmschutzautobahnen ein bisschen mehr kosten. Etwas mehr. Das ist, meine ich, irgendwo. Ja, die Kosten. Okay, die Kosten habe ich ja auch runtergeschraubt. Dass ich hier die. Ich schraube einfach die Kosten für die Sondereinsätze hier runter. Okay, das sollte auf 80 sein. Weil, ja, ich möchte nicht so viel zahlen. Dann habe ich noch. Okay, irgendwer scheißt mich an. Ich mache auch. Ah, Rauchmelder habe ich auch. Okay, hier habe ich auch gemerkt, dass ich auch noch hier was habe, aber das kriege ich erst in 40 Jahren. Irgendwie. Hier kommt Industrie, Stadt, sowas halt. Im Dreh. Im Dreh halt. Oh Gott. So, das ist noch alles in der City. Dann kriege ich Autobahn bei 2,6. Wer scheißt mich an? Menschen. Also, wenn ich mich stimmen könnte, hätte ich jetzt hier am besten sowas hier gemacht. Ich habe eine bessere Idee. Wir gucken, wie Stadt sich aufbaut, aber dann muss ich Geschwindigkeit. Achso. Wir gucken jetzt, wie die Stadt sich aufbaut. Also das ist ja mal anders. Ich bin Arsch gewesen. Ach du Scheiße, jetzt verstehe ich es. Oh Gott, welche Kosten? Ich ja, viel weniger. Oh Gott. Ach so. Ja, okay, ich mach ein bisschen weniger Steuern. Ja, ich werde da so eine, hab wahrscheinlich einen Zeitraffer hingemacht, wie beim letzten Ding. Also. Ich war mir sicher, dass es auch einen Zeittreffer gibt auf PlayZ, Shell Factory. Ich habe ihn auch gefunden. Und du seht ja den Zeittreffer. Ich habe ihn gefunden gestern. Also auch am 25. Ich habe auch am 25. das Video geschnitten. Also das vorige. Was im Prinzip ganz genial ist von mir. Ich habe auch die Videos, ich weiß nicht, wann ich diese Videos hochladen werde. Vielleicht nächste Woche. Eventuell. Ich einfach Häuser raiden sich ab hier. Möchte das. Hier, das Gewerbe, das mit dem Industriegebiet halt so getrennt ist. Weil Verschmutzung halt. Ich denke auch an meinen Bürgern. Habe ich ein Krankenhaus? Ja, das Budget von dem Krankenhaus habe ich runtergeschraubt.
Dann mache ich Krankenhaus auf 70 hoch. Also dass die PlayStation im Hintergrund laut ist, das weiß ich, muss man mir nicht sagen. Aber so ist das eben. Aber ich mache die Musik jetzt aus. Vom Schalten, genau. Ich kann jetzt Kanäle bauen. Habe ich noch nie in meinem Leben benutzt, Kanäle. Ich habe, also ich weiß, doch, ich habe sie schon mal benutzt, aber ich weiß nicht, wie man die verwendet. Ich weiß nicht wofür. Das weiß ich eben nicht. Ist neu. Entfernen Sie 0 Tonnen Erde. Okay. Ich glaube, die beiden Dinger, die sind neu. Die kenne ich gar nicht. Ich kannte nur diese vier Dinger, aber die beiden kenne ich nicht. Diese Zeichen kenne ich gar nicht. Okay. Wahrscheinlich wird Neues reingekommen. Interessant, habe ich auch in der Feuerwehrwache. Wahrscheinlich nicht. Alles geht vor der Hunde bei mir. Das ist doch ein Arsch. Dann mache ich hier hinten Industrieproduktion. Also ich brauche nicht mehr diese Strommasten mehr. Merke ich. Strom ist, naja, verfügbar. Strom habe ich überall, aber ich bin knapp vor der Auslastung von Strom und ich muss jetzt Geld sparen für Strom. Neue Stromerzeuger. Also die Feuerwehr steht dort, kann nichts abdecken, das ist auch gut. Hier steht die Polizei und kann alles abdecken, gefühlt. Schulen können auch ein bisschen abdecken. Krankenhaus ist überfordert, bisschen. Überfordert. Mein Deutsch ist auch nicht mehr der Beste gerade. Sehr viele Erwachsene. Ich weiß noch, ich hatte mal so viele Senioren gehabt. Das war einfach nicht feierlich. Irgendwo gibt es. Oh, hier fängt es schon an. Irgendwo gibt es ja eine Statistik, das weiß ich. Halt so eine Statistik von wegen, wie hoch die Sterberate ist oder wie lange die. Nee, Sterberate glaube ich gar nicht. Nee, wie alt die Leute werden. Habe ich einmal auf 80%, auf 80 Jahren geschafft. Ein einziges Mal. Und dann ist es wieder runtergegangen. Scheiße. Also in dieser Stadt will niemand leben. Industrie, Gewerbe, Stadt. Kann ich nicht hier. Ich mache erstmal Park. Bonus. Wo ist denn das nochmal? Wie heißt das eigentlich nochmal? Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Ich weiß aber, was das ist, glaube ich. Achso, bin ich ein Esel. Das ist hier drin. Okay, was gibt's für Rohstoffe? Jetzt. Die einzigen guten Dinger sind hier. Kacke. Sonst hätte ich hier Dings geklatscht einfach. Landwirtschaft hätte ich dann hier hingeballert. Komplett. Ich habe null Erzen. Null Erz. Okay, da ist es ein bisschen Erz. Null Öl. Ein bisschen Wald. Und Acker. Ja, willst du mich verarschen? Ihr beschwert euch für die Steuern? Also wo ich den Livestream gemacht habe, nach dem Livestream habe ich erstmal fett gesehen, dass, ja, wie heißt das nochmal? Ja, wie heißt das? Dass meine Map, die ich da gemacht habe, also, ja, der Spielstand, der ist nicht mehr Trophäen, ich kann keine Trophäen machen. Und von der Einstellung aus verstehe ich nicht warum. Obwohl ich nichts in den Einstellungen so eingestellt habe, dass ich keine Trophäen machen kann. Ich kann einfach so keine Trophäen machen. Das hat mich komplett gefickt, einfach. Weil ich nicht weiß, warum es so ist. Ich war angepisst, weil ich auch Trophäen machen wollte in diesem Game. Irgendwie oder zufälligerweise was mache. Und Trophäen aus. Aber ja. Die Stadt ist jetzt groß genug.
Meine Güte, warum scheißt ihr mich mit Steuern an? Ihr zahlt meine Fresse. Wollen hier alles besser haben hier. Also beim nächsten Part werde ich mir was anderes überleben mit dem Zeitraffer. Ich denke mal, ich werde dann mein Headset aus dem mein Headset dann, wenn ich den Zeitraffer mache, rausziehen aus dem Controller, dass man die PlayStation nicht im Zeitraffer noch mithört. Man hört den einfach im Zeitraffer mit. Das habe ich beim letzten Part mitbekommen, dass man den hört. Was an sich ziemlich scheiße ist, dass man den hört. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es auch so laut ist. Aber beim nächsten Mal versuche ich es halt zu beheben. Also zu verändern einfach, dass man die PlayStation nicht hört, da ziehe ich einfach meinen Stecker raus und dann, ja, dann ist es gegessen damit. Also, guck mal, sieht den Fehler. Wo ist hier der Fehler? Ich gebe euch kurz eine Minute. Wo ist hier der Fehler? Ich gebe eine Sekunde, meinte ich. Habt ihr den Fehler gesehen? Es gibt keine Verbindung auf die Autobahn. Oh mein Gott, was bin ich für ein Esel? Techniker des Jahres. Bauarbeiter hier des Jahres einfach. Es gibt keine Verbindung, auf die Autobahn zu kommen. Ach du Scheiße. Achso, ich wollte noch zu den. Sag ich auch in den Stream auf. Wenn man Park baut, da sieht man halt, die Häuser sind so bläulich, etwas, die sind am Anfang halt so in so eine Farbe in Rot. Wenn so, ich glaube, das ist hellblau, blau, oder so türkis in der Art. Das hat einfach den Grund. Dann kann man diesen Bodenwert, wo das halt steht, erhöhen. Wenn man den Bodenwert erhöht, meine ich, macht man auch mehr Geld am Ende. Ein bisschen mehr Geld. Hier. Bodenwert ist hier halb grün, das ist gut. Man macht dann, meine ich, mit der Stadt ein bisschen mehr Geld am Ende. Ich habe hier 24%, ich habe mehr Industrie als Menschen. Bei mir leben 2000 Leute. Und davon können nicht mal wahrscheinlich so viele arbeiten gehen. Nee. Ja, doch. Ja, doch, doch, ein paar können schon arbeiten gehen. Wie ich so sehe. Also ungefähr so viele wie da arbeiten können arbeiten. Der Rest sind Jugendliche, die zur Schule gehen. Der Rest ist und Kinder. Ja. Wollen halt, dass ich mehr Menschen mache. Okay, ich werde jetzt hier an den Rand den Rest der Wohnsiedlung hinbauen und halt bei der neuen Stadt halt den halt, ich sag so viel halt, einfach mehr was anderes hinbauen. Ich werde wahrscheinlich noch eine getrennte Industrie bauen. Was gibt es hier? Pinsel. Vielleicht baue ich hier noch eine getrennte Industrie noch drauf. Ein bisschen. Ich könnte dann auch noch die Anfänger dafür bauen. Ein wenig. Weil ich könnte billige Straßen hinbauen. Ja. Warum teure Straßen auf eine getrennte Siedlung? Industrie. Diese Einstellung kotzt mich an. Wo ist denn das? Scheiße. Da weiß ich nie, ist das das oder das? Eins von neun beiden war das. Glaube ich. Ja, das ist ein bisschen scheiße, finde ich. Das hier. Ich glaube, das hier war das. Sogar. Ja, ich meine, der hakt sich sofort da rein, was ziemlich scheiße ist, finde ich.
Mache ich hier doppelt gemoppelt mit den Straßen. Ja, weil, ja, weil es so ist. Es sind einfach Holzstraßen. Also die kann man nicht in den Boden bauen. Oh, interessant. Das kann man wahrscheinlich nicht umrüsten dafür. Ich glaube, ich da musste mal jemanden Darlehen aufnehmen, mal wieder. Darlehen. Oh ja, das mache ich nicht, das mir mal passiert. Mein Controller ist gleich. Ja. Geil. Aber ich würde sagen, ich beende hier dieses Video. Vielleicht mache ich noch ein bisschen was anders oder fahre ein bisschen Geld. Wie wir hier sehen, ist ein bisschen orange hier. Das ist normal. Wenn jemand einen Namen hat für diese Stadt hier und für dieses Industriegebiet hier vorne, dann schreibt es einfach in den Kommentaren. Wenn da nur ein Name steht, dann nehme ich auch diesen Namen. Wenn keine Alternative gibt's. Aber auch dann noch hinschreiben, einmal für den Industriepark den Namen und dann für die Stadt den Namen. Ja, das wäre am besten. Also bis zum nächsten Mal.